Hallo und herzlich willkommen, darf Sie und euch begrüßen zur Pressekonferenz nach dem Hansa-Heimspiel gegen Holstein Kiel. Entstand 3:2 für die Gäste. Marcel Raab, der Gästetrainer, hat das erste Wort. Ihr Fazit bitte zum Spiel. Ja, ich kann mich sehr kurz fassen. Wir wussten, dass wir hier keinen Schönheitspreis gewinnen können, aber wir wollten einfach die 3 Punkte holen. Wussten schon, was auf uns zukommt, dass wir das annehmen müssen, so das Spiel auf dem zweiten Ball, viele Kopfbälle, dass es jetzt nicht so um den Inhalt geht, sondern einfach um, in Anführungszeichen, um die Mentalität. Liegen dann 1-0 hinten, aber die Jungs haben sich dann ins Spiel reingekämpft und haben sich in alles reingeworfen. Ich glaube, zig Eckbälle gegen uns, haben alles wegverteidigt. Und deswegen, wie gesagt, fasse ich mich kurz. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass die Jungs das so angenommen haben, das Spiel. Und die Phasen, wo der Ball auf dem Boden war, haben wir es auch ordentlich gemacht. Aber das waren halt viel zu wenig Phasen. Und trotzdem ist es halt schwer für die Mannschaft. So, man muss das Spiel annehmen. Das haben sie gemacht. Trotzdem hätten wir noch mehr Fußball spielen müssen. Aber wie gesagt, wir sind sehr, sehr glücklich, die 3 Punkte mitzunehmen. Weil das war ja in der Vergangenheit oft so, dass wir vielleicht schön gespielt haben, aber keine Punkte geholt haben. Und heute haben wir einfach die Punkte mitgenommen. Dankeschön. Vielen Dank. Alois, dein Fazit bitte. Ja, erstmal hallo und ich habe mir so vorgestellt, so ein Heimspiel, wie wir es angehen, und so haben wir es auch angegangen. Sehr, sehr positiv. Wir waren in den Zweikämpfen drin, haben Druck gemacht, haben das Tor bespielt, machen dann auch folgerichtig das Tor, und das haben wir richtig gut gemacht bis zur 40. Minute. Und dann waren wir wieder ein bisschen mehr passiv und werden sofort bestraft. Ein guter Steckpass in den Rücken, wir haben darauf hingewiesen, dass viele Tiefenläufe kommen, gerade von Reese oder Skripski. Und nicht aufgepasst, werden sofort bestraft. Und dann ist eigentlich Halbzeit und ich muss das Ding eigentlich runterspielen. Und wir haben einen Freistoß sogar noch, führen den schnell aus, ohne Not, spielen dem Gegner in die Füße und kriegen dadurch das 2-1. Auch da muss man einfach sagen, auch ein individueller Fehler noch, da muss nicht auf Ballgewinn gehen. Schumi geht da voll auf Ballgewinn, stürzt voll drauf und dadurch ist natürlich dann alles offen. Und so gehst du mit so einer Halbzeit mit 2-1 in Rückstand. Haben wir gesagt, wir wollen das Ding drehen. Auch die Mannschaft hat es gezeigt und machen denselben Fehler eigentlich nach 1 Minute 30 wieder. Dass wir den Ball einfach hergeben in Form, wo der abgewehrt wird, und wir schießen wieder drauf, anstatt das Spiel langsam zu machen und zu fallen. Und wenn dann Reese ins Laufen kommt, ist es auch schwierig. Und dann klären wir sogar noch den Ball und kriegen dann das 3-1. Das Gute war, dass die Mannschaft weiter an sich geglaubt hat, nicht aufgesteckt hat, machen das 3-2. Und das 3-3 lag auch in der Luft. Und da hat man nie aufgegeben. Das war in den vorigen Spielen etwas anders. Die Art und Weise war heute, fand ich sehr gut, und wie Marcel gesagt hat, ich habe sogar jetzt gesehen, wir haben 14:2 Ecken, also wir haben viel das Tor bespielt, wir haben Mentalität reingeworfen, wir haben es einfach gemacht, aber zum Schluss ist der Ball einfach nicht mehr über die Linie gerollt. Die Art und Weise können wir aufbauen, die Art und Weise hat auch Spaß gemacht, auch das Publikum ist voll mitgegangen, hat uns da richtig unterstützt, und das müssen wir mitnehmen in die nächsten Partien, um dann eventuell das mal so wieder hinzudrehen, dass man erfolgreich, und das heißt Punkte, mitnimmt. Dankeschön. Vielen Dank. Gibt es Fragen an die Trainer? Tommy Bastian von den NNN. Ja, Herr Schwarz, Sie haben das eben, ja, ich denke mal, passend eingeschätzt. Wir können alle mitgehen. Wie schwer fällt es dann gerade erst recht, jetzt mit der Niederlage umzugehen, wenn man dann eben eigentlich kaum Vorwürfe machen kann und verliert dann trotzdem? Ja, es ist schwer, aber wenn man da unten drin steht, dann fehlt vielleicht auch das bisschen Quäntchen Glück manchmal. Aber natürlich auch muss man sich trotzdem in die eigene Nase fassen. Diese individuellen Fehler, die dürfen nicht da nicht passieren. Gerade auch in der Phase, ich glaube, das waren 4,5 Minuten, wo wir 3 Tore schlucken. Das ist schon happig, ja. Da müssen wir uns cleverer anstellen. Aber die Mannschaft hat eine tolle Reaktion gezeigt gegenüber Magdeburg, das muss ich sagen. Und so haben sie, wie sie trainiert haben diese Woche, wo ich auch wirklich sehr, sehr zufrieden war, das haben sie auch auf die Wiese gebracht heute. Ja, es sind noch 7 Spiele. Ich weiß, es wird immer weniger, aber die Art und Weise macht Mut. Alle Fragen beantwortet? Perfekt, dann wünschen wir den Gästen eine gute Heimfahrt. Vielen Dank und abermals vielen Dank an 23.400 Zuschauer, die heute im Ostseestadion dabei waren.